Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute unseren letzten Tag hier vom Campingplatz in Italien am Gardasee. Morgen reisen wir ab tatsächlich. Gestern unter meinem Video hatte ich einen Kommentar, darauf möchte ich mal eingehen. Und zwar, das ist sonst so ein Kommentar, den wir immer wieder bekommen und auch die Frage. Und dazu wollte ich erstmal sagen, dass häufig gestellte Fragen beantworte ich in der Infobox. Das ist immer unterm Video nicht verlinkt. Es steht halt einfach da, häufige Fragen, da haben wir die beantwortet. Ich hatte mal eine Zeit lang so ein, immer unten im Video eingeblendet, dass häufig gestellte Fragen beantworte ich in der Infobox, weil sich halt wirklich täglich die Fragen wiederholen. Und ich werde das mal wieder jetzt ab und zu einblenden. Ja, damit alle, die das noch nicht wissen, das sehen und einfach in der Infobox nachlesen können. Und gestern war halt nicht die Frage, sondern es wurde so vorwurfsvoll unterstellt in einem Video, wo ich erzählt habe, dass wir online arbeiten und in Deutschland alles aufgegeben haben und das nicht bereut haben. Wir sind ja jetzt ein halbes Jahr auf Reisen und unterwegs und standen in Deutschland, also haben halt alles abgebrochen, standen vor dem Abgrund quasi, so habe ich das erklärt in dem Video, und anstatt zu stürzen, sind wir halt so abgehoben, über uns hinausgewachsen, dadurch, dass wir so alles aufgegeben haben. So habe ich das erklärt. Und dann wurde halt so tadelnd geschrieben, ja, ihr bekommt ja Kindergeld aus Deutschland und Elterngeld aus Deutschland und dann habt ihr ja leicht reden. So, und das steht auch unten in der Infobox, aber ich sage es euch auch gerne nochmal. Wir bekommen kein Kindergeld und wir bekommen kein Elterngeld. Elterngeld habe ich bekommen für Livia, die ist jetzt anderthalb, und im Dezember 2021 war die letzte Elterngeldzahlung. Ich habe 300 Euro im Monat bekommen, da kommt der Papa mit der Wäsche. 300 Euro im Monat bekommen, das war der Mindestelterngeld-Dingsbums, was man da kriegt. Ich war selbstständig in Deutschland und wir haben dann ja alles abgemeldet Ende Dezember in Deutschland und damit war die Elterngeldzahlung zu Ende, und Kindergeld haben wir auch für beide Kinder abgemeldet, da wir komplett in Deutschland abgemeldet sind. Dazu müsst ihr wissen, das wissen viele nicht, Kindergeld ist keine Leistung, die ihr einfach bekommt. Das ist keine Sozialleistung, das ist einfach eine Steuererleichterung. Und das wird euch auch in der Steuer wieder als Einkommen angerechnet. Wenn man jetzt Hartz IV oder Bürgergeld oder wie auch immer das jetzt heißt, bekommt, ist das egal. Aber wenn ihr Einkommen verdient und eine Steuererklärung macht, dann wird das alles wieder angerechnet. Und um das zu bekommen, muss man halt in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sein. So heißt es. Genau. Wir haben jetzt noch mal zwei Maschinen Wäsche angeschmissen, weil wir ja halt abreisen, damit wir alles sauber haben. Für 4 Euro die Maschine, kann man nicht meckern. Ach so, ich weiß auch wieder, was ich sagen wollte. Das wollte ich euch eben erklären. Und zwar hatte ich gesagt, dass man, wenn man sich online ein Business aufbauen möchte, man kann verschiedenste Sachen machen, zum Beispiel ein Buch schreiben. Wir haben ein Kochbuch geschrieben. Ich blende euch mal ein, was man so alles für Gerichte damit kochen kann. Da hatte ich euch halt erzählt, man kann ein Buch schreiben, egal welches Genre, und kann das zum Beispiel auf Amazon vertreiben, das ist ja dann online, dann kann man von überall auf der Welt arbeiten. Und dann wurden wir gefragt, ob wir halt helfen können. Wir haben dieses Buch nicht selber geschrieben, wir haben die Rezepte selber geschrieben, haben das aber alles zu einem Grafikdesigner gegeben, der das entworfen hat, und dass wir das als PDF-Kochbuch haben. Wir hatten es auch als Print-Kochbuch, aber das halt nicht mehr, weil wir ausgewandert sind und das nicht mehr verschicken möchten aus dem Ausland, sondern halt nur noch online das verkaufen. Genau, da haben wir uns halt Hilfe geholt, genauso wie ein Business im Ausland gründen. Da haben wir uns Hilfe geholt. So war mein Reden. Und ich hatte halt gesagt, dass es nichts Verwerfliches ist, wenn man sich Hilfe holt. Wenn man zum Beispiel keine Idee hat, was man online machen kann, dann gibt es diesen Guide mit 34 Möglichkeiten, was man alles online arbeiten kann, selbstständig oder als Angestellte. Ist alles in der Infobox verlinkt und das wird auch immer geupdatet. Also diese Links, wenn jetzt die Stellenausschreibung vergeben ist, dann wird das immer aktualisiert, dann wird das rausgenommen und was Neues reingemacht. Also da ist nicht die Zeit vertan. Hilfst du mir beim Wäscheaufhängen? Super! Genau. Und dieser Guide ist dauerhaft unten verlinkt. Das wollte ich noch sagen, und es war noch irgendwas. Ich hänge die Wäsche auf und dann melde ich mich nochmal. Eine Maschine hängt schon mal. Nächste kommt gleich.
Bernd wollte jetzt eben in den Campingbedarfsladen fahren hier. In der Stadt ist einer. Schaut mal, wie leer das ist. Es war alles voll. Also hier standen zwei, hier standen drei, da standen zwei. Es ist wirklich jetzt sehr leer geworden. Ja. Oh, sorry. Ja, Bernd und Livia sind jetzt losgefahren. So, dann hatte ich gestern angesprochen, dass wir ein Haus kaufen möchten in Italien. Ist auch wirklich mein Wunsch, möchte ich sehr gerne. Und dann habe ich gestern halt mich informiert, wie das so ist mit den Kosten, also Grunderwerbssteuer oder die Grundsteuer, die jährliche, die anfallen würde und was auch immer es da alles gibt. Und ich hatte so im Auge Häuser bis ungefähr 150.000 Euro. Und es ist so, dass dann jährlich ungefähre Kosten anfallen würden von 10%. Also wenn wir jetzt 150.000 Euro, dann sind das 15.000 Euro im Jahr für Abwasser, Grundsteuer, Müll, was auch immer, diese ganzen, was man so drumherum hat, ne? Und das ist voll viel, finde ich. Plus, weil wir das ja auch als Ferienhaus nur nutzen würden, sind wir nur 2-3 Monate im Jahr dann hier in Italien. Und dann müssten wir sowas wie einen Hausmeister haben, so einen Hausmeisterservice. Das ist ja auch meistens, je nach Grundstücksgröße und Aufwand, aber ungefähr 50 Euro im Monat auch nochmal. Und das hat mir so ein bisschen die Lust genommen, ehrlich gesagt. Dann hatte Bernd gesagt, es gibt ja so 1-Euro-Häuser hier in Italien. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das sind dann halt, dass die Kommunen oder die Städte oder wie auch immer, die werden halt entsiedelt oder so. Da ziehen halt die Menschen alle weg und das ist ja für eine Stadt sehr traurig. Und deswegen bieten die dann die Häuser für 1 Euro an. Die sind einfach richtig runtergekommen. Dann kann man das halt kaufen. Man hat dann aber Auflagen, zum Beispiel, dass man das innerhalb von 3 Jahren komplett sanieren muss. Und sowas alles. Und das ist dann, ich habe das gestern mal geguckt, wo das so ist. Das ist hauptsächlich auf Sizilien. Auf einer Insel würde ich ungerne kaufen, weil dann ist man so abhängig von der Fähre oder vom Flugzeug, um da hinzukommen. Gibt auch auf dem Festland welche. Aber die nächste Hürde ist dann, es sind immer nur so, ich sag mal, 40 Stück oder so solche Häuser. Oder es gibt auch welche für 2000 Euro, die sind ein bisschen besser erhalten. Aber man muss sich da richtig für bewerben. Die sind richtig heiß begehrt, diese Häuser. Ja, ach, das ist nicht so. Nee. Ja, und deswegen mal gucken. Also ich halte die Augen auf. Es ist jetzt nicht abgeschrieben, das Thema. Aber so wie in Ungarn mal eben ein Haus kaufen, ist es hier nicht. In Ungarn ist es ja wirklich wesentlich günstiger. Diese ganzen Nebenkosten, die haben wir einfach nicht. Und ja, deswegen, da konnte man einfach mal so ein Haus kaufen. Boah, mich hat irgendwas gestochen, es juckt so sehr gerade. Genau, ja, ich räume jetzt hier weiter auf. Wir werden heute schon so ein bisschen einpacken. Zum Beispiel haben wir hier das Zelt stehen. Das wird schon mal abgebaut, da haben die Kinder ab und zu drin geschlafen. Das bauen wir schon mal ab, damit wir morgen nicht mehr so viel haben. Wir werden morgen gegen 11 Uhr abreisen Richtung Innsbruck. Und ja, Markise lassen wir auf jeden Fall stehen, das ist viel zu heiß, um die abzubauen. Unsere Tagesdecke ist unser Schattenspender. Ja, wir schauen mal, wie weit wir heute kommen. Wenn wir erst um 12 Uhr loskommen, morgen ist auch egal. Heute Morgen hat der Bernd hier Eiswürfel gekauft aus dem Tante-Emma-Laden. Ich hatte, also alle, die schon mal gestillt haben, ich musste kühlen. Und das ist sehr schwierig, weil unser Kühlschrank nicht richtig arbeitet und deswegen haben wir heute Morgen für 3 Euro so einen Beutel Eiswürfel geholt. Da konnte ich kühlen und da gab es schöne kalte Getränke. Ich habe schon ausgetrunken. Und wir haben noch was ins Eisfach getan für später. Kann ich nochmal kühlen und können wir nochmal Eis trinken. Aber ja, heute 35 Grad hier angesagt. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt daran gewöhnt haben, an diese Hitze. Ich empfinde es nicht mehr so heiß. Jetzt, wo wir abreisen, habe ich mich daran gewöhnt. Es wird jeden Tag heißer hier und mir kommt es nicht mehr so vor. Ich guck mal, ich sehe den Gardasee, weil jetzt alle abgereist sind. Da ist er.
guck mal eben, ob die zweite Maschine Wäsche fertig ist. Dann kann ich die auch direkt aufhängen. Bernd ist ja noch unterwegs und wenn er dann wiederkommt, können wir alle zum Gardasee gehen. Zum letzten Mal für diesen Aufenthalt in Italien. Wir wissen ja noch nicht, wo wir im Winter überwintern werden. Ich habe gestern mal geguckt. Wir wollten ja gerne unten Kalabrien. Also wir hatten mehrere Sachen zur Auswahl. Wir hatten erst gesagt, wir fahren nach Griechenland, dann haben wir gesagt nach Marokko, dann haben wir gesagt Italien, Kalabrien. Jetzt habe ich aber gestern nach den Temperaturen geguckt. Das ist 12 Grad tagsüber. Ich muss die Tasche mitnehmen, wo ich die Wäsche reinmache. Blitzbirne. Und 12 Grad tagsüber, ein bisschen sehr kühl. Ich würde lieber, wirklich lieber von den Temperaturen her nach Marokko. Aber da ist halt das Problem, wenn die dann die Fähren zumachen. Da ist... Die waren ja 2 Jahre, sind keine Fähren dahin gefahren, wegen der damaligen aktuellen Situation. Ich habe die Tasche vergessen, die, wo ich die Wäsche reinmachen kann, sonst muss ich die ja so schleppen. Genau, und jetzt fahren die Fähren wieder und das Hinkommen wäre ja vielleicht dann kein Problem, wenn die Fähren gehen. Wenn wir aber 2-3 Monate da bleiben, und dann stoppen die Fähren. Dann müssen wir einen ganz abenteuerlichen Weg zurück. Ich weiß gar nicht, welche Länder wir dann alle durchqueren. Aber es sind halt Länder dabei, die ich ungern durchqueren würde. Dann habe ich gestern in einer Reisegruppe auf Facebook, da hatte eine Familie gefragt, die wollen mit dem Wohnwagen nach Thailand fahren. Ist auch interessant. Da habe ich mal geschrieben, wie viele Monate die denn unterwegs sein möchten. Ja, wir sind uns noch nicht sicher, wo wir überwintern möchten, wie ihr merkt. Wir haben so viele Möglichkeiten. Das ist voll schwer, sich zu entscheiden, ehrlich gesagt. Wir haben ja ganz viel Zeit, wir können ganz viel reisen. Aber ich würde so gerne alles auf einmal sehen. Das ist wie so eine Reizüberflutung. Wenn man auf einmal so viele Möglichkeiten hat, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist unbeschreiblich. Das war immer schon, wenn ich im Urlaub war, schon in meiner Kindheit, erinnere ich mich, wenn der Urlaub zu Ende war, war ich traurig. Ich wollte immer da bleiben. Party. Ich wollte halt immer im Urlaub bleiben und auf einmal habe ich nur Urlaub. Und das ist so, oh, das ist so schön. Ja, unglaublich. Vielleicht können sich das auch einige von euch vorstellen, einfach und nachvollziehen. So, jetzt sind wir hier an den Waschmaschinen. Gucken mal. Ich glaube, die schleudert noch. Fertig. Dann mach noch mal Luft rein und noch mal raus, damit das alle sehen, wie du die Luftmatratze, Hängematte umarmst. Wo hatten wir die eigentlich transportiert? Die hatten wir da oben drin oder vorne in der Garage. Ich würde die jetzt vorne in die Garage packen. Mhm. Ne, die hatten wir in den schwarzen Kisten drin, wo wir den ganzen Reichtum am Öl transportieren für die Freunde und Familie. Also im Kofferraum. Eiswasser in the making. Bernd macht mir ein Mineralwasser mit Eiswürfel. Yay! Der wahre Luxus. Ach so, das wurde uns in die Kommentare geschrieben. Und richtig gute Idee. Wir hatten mal, das habe ich euch so oft empfohlen und gezeigt, so Anti-Schwitztücher von Amazon haben wir die bestellt. Die kann man nass machen. Die sind wie so eine Klimaanlage. Die sind richtig cool. Die macht man nass, dann schleudert man die. Dann sind die kalt und dann kann man sich die umhängen. Das haben wir so viele Jahre genutzt, die hätten wir mitnehmen können, haben wir nicht dran gedacht. An die Schwitztücher. Ja. Eiswürfel. Schön, unsere Gläser. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich daraus trinken darf. Ich freue mich, dass ich die Schüsseln kaufen durfte. Ehrlich jetzt, ich finde sie richtig mega. Die sind auch richtig mega. Aber ich sage euch... Fünf reichen. Wofür? Ja. Ja, 5 reichen, ja. Camping-Sachen sind teuer. Livia, dein Kopf rutscht. Ja, die ist eingeschlafen. Ja. Gleich, ich warte, bis sie richtig tief eingeschlafen ist. Man beachte auch mein Häubchen. Geil. Gestern habe ich sie abgelegt, zu früh. Ich bin dann duschen gegangen und als ich wiederkam, war sie schon wieder wach. Heute warte ich ein bisschen länger. Ja, die ist eigentlich neu. Ja, das ist jetzt halt hier wegen den ganzen Kletten. Ich
Ich habe schon gesagt, ich freue mich, wenn wir in Deutschland jetzt, also wir fahren jetzt über Österreich nach Deutschland und wir haben uns viele Sachen bestellt nach Deutschland fürs Camping. Und wenn wir das nächste Mal auf dem Campingplatz sind, dann sind wir richtig vorbereitet. Das Sommercamping hat uns so ein bisschen erwischt, umgehauen. Das ist ja jetzt alles neu für uns, deswegen wir hatten hier alles improvisiert, kein Fußboden, alles voll Staub immer, voll Kletten, kein Schatten. Und wir haben uns ein paar Sachen bestellt, die zeigen wir euch, was uns das Camping so erleichtern wird. Das nervt ein bisschen, aber ist egal. Ich weiß ja nicht, das ist aber eine Klette an die Tätigung bei dir. Ja. Viel trinken. Oh, das ist jetzt nicht eiskalt, aber es ist erfrischend. Die Eiswürfel sind schon fast geschmolzen. Gestern Abend hatte ich einen Livestream. Der ging nur 18 Minuten, da musste ich abbrechen. Ging um Hauskauf auch in Italien. Ich habe ihn live, also ich habe ihn online gelassen. Wer den noch sehen möchte, den Livestream, kann gerne nachschauen. Papas Spielzeug. Wo ist sie? Boah, die ist genau in der Sonne. Ich sehe sie nicht. Die Drohne. Auf jeden Fall ist sie laut. So laut, dass alle gucken. So. Und jetzt, ich mache hier Nudeln. Lecker Tortelloni mit lecker Pesto mit Ricotta und Eiver. Der muss weg und ist scharf und schmeckt bestimmt lecker würzig. Dazu reibe ich jetzt noch den Rest Gouda. Ja, und das wird ein kleiner Snack zum Mittagessen, bevor es gleich zum Gardasee geht. Oh, guck mal, Mama, die Libby hat eine Perle gefunden. Wow. Heute ist der Strand wieder lost. Wie in Lost. Nur ein paar Menschen hier. Voll schön. Wir müssen jetzt zu Hause, also am Wohnwagen, die Markise ganz schnell einräumen. Es ist windig heute. Okay. Bist du mein bester Freund? Weil ich Taralli esse? Möchtest du auch ein Taralli? Ja. Das ist lecker, ne? Er mag Chips und squanscht im Schnäuzchen. Oh nein, der Hut wieder. Der Hut fliegt weg, weil es so windig ist. So. Wir gehen jetzt mal da hinten zum Calvino. Der springt da runter von der Klippe, Livia. Und wir gucken zu. Okay? Ganz alleine am Hundestrand. Das neongelbe Touristenzelt ist unseres. Das ist so schön hier. Der Strand ist so türkis. Und keiner mehr da. Ich würde gerne einen Vorwärtshalter runter machen, aber ich habe Angst, dass ich nur unten rauskomme. Oh ja, das kann ich mir denken. Ja, ich mache das manchmal vom Startblock und immer vom Hintergrund. Deswegen mache ich es immer richtig vom Hintergrund. Okay. Wow, was ein Ausblick. Oh, halt gut fest, Livia. Hier habe ich auch gestern eine Kette gefunden. Das hier habe ich hier jetzt gefunden. Wow, das ist echt tief. So wie es aussieht, wenn man hier so steht. Wow! Das sieht schön aus. Boah, schaut euch das an. Herrlich. So herrlich. Türkises Wasser. Zum Nachmittag sind jetzt hier noch einige gekommen und jetzt schaut mal da, der Hund, der ist so süß, ne, der Kleine.
Und der ist an einer Leine, an einem Stein angebunden. Der Stein, der wiegt nicht mal die Hälfte von dem Hund, aber der Hund hört da drauf. Bernd hat gesagt, das machen wir jetzt mit Smurfy auch. Smurfy, du musst jetzt hier bleiben. Wir gehen jetzt alle schwimmen und er muss auch hier bleiben. Heute war ich das erste Mal im Gardasee tauchen, also unter Wasser. So warm ist das jetzt. Das war die ganzen Tage nicht möglich. Auch Livia, die war heute richtig viel drin. Sonst war das immer so noch ein bisschen kalt. Aber heute war richtig schön. Ich hatte jetzt noch mal wegen dem Haus in Italien nachgedacht. Smurfy? Komm her. Er muss uns mal eben beschützen. Der will die ganze Zeit da auf den Stuhl, glaube ich. Warte, Smurfy. Warte. Komm her. Ich zieh ihn hier ran. Komm her. Du bist ein verwöhntes Tier. Dann mach hopp. Weißt du, wo das Evergreen ist? Ja, das war da drin im Schrank. Leg dich da hin, mach Platz. Alter Schmuck. So, ich gehe eben, ja? Wenn sie möchte. Nein, ich muss sie nicht fragen, aber die Bescheid weiß und gucke. Die ist jetzt hier. Ja, dein Eimer, den kannst du holen, ne? So, ich wollte nämlich eine Gießkanne Wasser holen, dann kann Livia noch mal in dem kleinen Planschbecken planschen und wir räumen schon soweit alles weg. So, hier klauen wir uns jetzt Wasser. Livia, du bist die Kamerafrau, halt da drauf. Du musst das filmen. So, filmen. Siehst du das, dass du filmst? Da siehst du das. Wir bauen jetzt weiter ab. Ich baue schon Livias Hochstuhl auseinander und putze den sogar ganz allmannmäßig. Du hast sie geschickt, sie wusste gar nicht, was sie sollte. Ich habe sie geschickt, sie hat dich gesucht. Da habe ich gesagt, Papa ist am Auto, geh mal gucken. Mal Auto fahren? Der Papa packt nämlich den Kofferraum schon mal ein bisschen vor. Ein paar Sachen aus dem Wohnwagen raus. In den Kofferraum, damit wir das Gewicht ein bisschen verteilen. Oh, ja, das sieht doch noch nicht gut aus. Warte mal, das ist noch dreckig. So geht das aber nicht. Livia, das haben wir nicht sauber gemacht hier. So war nicht unser Deal. Hast du Salzstangen bekommen jetzt? Wow. Möchtest du dich hier hinsetzen und die knabbern? Hm? Nein. So, es hat jetzt hier Allmann-TÜV bestanden. Hatti! Gesundheit. Bitte? Bitte was? Hast du eine Mehrfachsteckdose? Ja, und im Radkasten gehabt. Gut, dass wir fast eine gekauft hätten, wenn wir eine gesehen hätten für 50 Euro. Ich mache die jetzt unten dran für Ladekabel für. Ja. Aber da haben wir ja schon den Dreierstecker. Wo? Unter. Hier. Ich zeig dir. Ja, du hast die Salzstange. Unter das Bett machen. Ach so, ja. Und der Batterie anklemmen. Ja. Weil da packt mir hier nichts rein. Ja. Kann ich dann zwei Ladekabel ja, machen. Weil wir können ja nicht einen Dreierstecker und noch einen Dreier USB, ist ein bisschen viel, ne? Da geht alles, aber... Du musst nur einmal gleich helfen, die Matratze halten. Ich wollte das kurz wieder rein, bevor da jemand kommt. Ja gut, dann mache ich mal weiter mit unsere Tischchen. Ach, der ist sauber. Wo ist das andere Tischchen? Hier, für unsere Stühle sauber machen. Jetzt kann ich euch endlich weiter erzählen, was ich sagen wollte zu dem Haus in Italien kaufen. Und zwar haben wir gesagt, dass es für uns sich viel mehr lohnt, ein Haus dann zu mieten, wenn wir mal 2-3 Monate hier sein möchten. Weil wenn wir 10 oder 15.000 Euro im Jahr nur Abgaben haben für das Haus, um hier 2-3 Monate Urlaub zu machen und die ganze Arbeit, nein, danke. Deswegen wahrscheinlich lohnt sich mein Traum einfach nicht zu erfüllen. Aber ich versuche es positiv zu sehen. Ich werde immer viel rumkommen, wenn wir hier sind, ne? Oder wir eher gesagt.
Ja. Oder viele Häuser dann immer haben werden zum Mieten oder Wohnwagen, Campingplätze, Stellplätze. Wie auch immer. Genau. Und jetzt werden wir den Abend hier noch genießen, den letzten. Und morgen geht's ab. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen in alter Frische. Tschüss.